Kinderarbeit in der Porzellanindustrie, ein großes Thema. Mein Name ist Wolfgang Schilling, ich bin Kurator für Wirtschaft, Sozial- und Technikgeschichte am Porzellanikon in Selb. In der Abteilung Porzellinerleben beschäftigen wir uns mit dem Leben und Arbeiten der Porzelliner in Europa. Und selbstverständlich spielen auch die Kinder bei uns eine Rolle. Kinderarbeit finden wir vor allem in der Frühindustrialisierung in England. Um 1830, 1840 herum muss es dort katastrophale Zustände gegeben haben. Kinder im Alter von 6, von 7, von 8 Jahren mussten teilweise 8, 10 oder 12 Stunden arbeiten, und zwar schwerst arbeiten. Wir stellen das in unserer Ausstellung auch mit dar. Es waren Verhältnisse, wie man sie heute nur noch aus bestimmten Teilen unserer Welt kennt. In Deutschland war die Situation zum Glück eine andere. Auf dem Bild hier im Hintergrund sehen wir die Belegschaft einer Porzellanfabrik von 1905. Und wie wir gerade sehen konnten, gibt es dort auch eine Menge Kinder. Diese Kinder waren 13, 14, vielleicht 16 Jahre alt und arbeiteten in der Fabrik. Der Grund ist relativ einfach. Die Schulpflicht endete nach 6 Jahren. Etwa im Alter von 12 oder 13 Jahren waren die Kinder fertig mit der Schule. Und dann stellte sich die Frage, was nun? Ein Teil von ihnen konnte in der Porzellanfabrik leichte Arbeiten übernehmen mit verringerten Anforderungen an Leistungen, an natürlich auch Arbeitszeiten, aber auch zu geringerem Lohn. Ein Teil von ihnen ist in die Ausbildung gegangen, zum Beispiel als Maler oder Dreher. Und das waren üblicherweise, so zeigen uns die erhaltenen Ausbildungsverträge, ja, Kinder im Alter von 13, 14 Jahren. Und sie haben in etwa 3 Jahre lang diese Lehre gemacht, für die übrigens ihre Eltern auch Geld zahlen mussten. Deswegen finden wir auch eine große Zahl an Kindern auf den Bildern. Die Entwicklung ist in Deutschland nicht ganz einheitlich gewesen. Am Anfang hat es in der keramischen Industrie teilweise noch Kinderarbeit gegeben, aber die Porzellanindustrie selber, wie sie sich vor allen Dingen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte, brauchte Kinder nicht mehr, weil sie nicht mehr die Leistungen brachten, die man in den Fabriken brauchte.